Hallo und herzlich willkommen zu meinem Video 6 Filme für Schlagzeuger. Hier geht es nicht um die klassische Tutorial-DVD, auch nicht um eine Drumshow, sondern um reine Spielfilme, wo das Thema Schlagzeug eine ganz besondere Rolle spielt. Ich habe ein bisschen recherchiert, habe ein paar Goldstücke gefunden, ein bisschen was Bekanntes, ein bisschen was Unbekanntes. Und los geht's mit dem ersten Stück, Whiplash. Die meisten werden es kennen, absoluter Klassiker, Kultfilm. Und ja, man kann es eigentlich so zusammenfassen, es geht um einen sadistischen Schlagzeuglehrer. Wo ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, ich habe mich total in die Ecke gehauen. Es ist einfach fantastisch, wie der Typ dort vom Leder reißt. Es geht um einen angehenden Profi-Schlagzeuger, der unbedingt an einem Konservatorium aufgenommen werden möchte und dort Karriere machen möchte, muss aber durch die harte Schule von diesem glatzköpfigen Wesen hier. Und ja, hier geht es vor allem auch darum, dass Themen, die heutzutage so ein bisschen untergehen, wie Ehrgeiz, Standhaftigkeit, Ausdauer, sich auch mal mit Sachen beschäftigen, die keinen Spaß machen, werden hier thematisiert und natürlich auf eine sehr übertriebene Art und Weise dargestellt. Beispielsweise wird hier extrem beleidigt, wenn der Schüler einen Fehler macht, wird er mit dem Stuhl beworfen, kriegt mal eine gescheuert. Sollte man natürlich nicht auf die Realität übertragen, um Gottes Willen, aber für den Unterhaltungszweck ist das hier auf jeden Fall volle Punktzahl. Sehr zu empfehlen, Whiplash. Als nächstes habe ich Sound of Noise rausgesucht, ein französischer Film. Und hier geht es um ein Schlagzeugerpärchen, was absolut die Schnauze voll hat vom Mainstream, von der ganzen Musik, die im Radio läuft, die ja sozusagen die große Masse beeindruckt, und die wollen rebellieren, suchen sich noch 4 weitere Schlagzeuger und mischen den Laden sozusagen auf. Tun Banken überfallen, versuchen die Stadt stromlos zu machen, brechen in Krankenhäuser ein, führen Operationen durch, was natürlich höchst illegal ist, und alles mit dem Hintergedanken, Rhythmik zu erzeugen und das alles musikalisch zu untermalen. Der große Gegenpart dazu ist der Polizist, der versucht, die Bande zu fangen. Und dieser ist in einer Musikerfamilie groß geworden, ist absolut talentfrei, hat kein Gespür für Rhythmik, Musik oder Ähnlichem und ja, hat natürlich dort ganz viel Motivation, die Leute einzukerkern. Ein schönes Katz-und-Maus-Spiel und der Film ist ein absolutes Kunstwerk. Hier passieren ganz viele tolle Sachen. Wir haben hier 6 verschiedene Schlagzeuge, die verschiedenste Stile beherrschen, die sie natürlich auch in dem Film dementsprechend umsetzen. Sound of Noise, absolute Empfehlung. Als drittes habe ich den deutschen Film Mehr ist nicht. Kannte ich vorher noch gar nicht. Ist auch schon ein paar Jahre alt. Der Film ist von 2008. Ja, deutsche Komödie oder deutsches Drama besser gesagt. Auf den ersten Blick so ein bisschen Til Schweiger-Niveau, aber keine Angst, so schlimm ist es nicht. Es ist kein Popcorn-Kino, es ist keine schnulzige Love-Story oder ähnliches enthalten. Hier geht es einfach nur um ein 17-jähriges Mädchen, was einfach, naja, auf der Suche ist. Was will ich mal werden? Auf was habe ich Bock? Hat natürlich mit ihren Mädels, mit ihren Freundinnen immer schon Bock, Musik zu machen, auf Konzerte zu gehen, das Leben zu genießen. Und irgendwann entdeckt sie wirklich die Schlagzeugerei für sich. Die einen sind natürlich dagegen, sie wollen das in der Ausbildung gemacht. Die üblichen Storys, die vielleicht auch jeder von uns kennt. Und möchte sich auch an einem Konservatorium bewerben, sieht dann aber, dass 10-Jährige 1000-mal besser sind als sie, und dann macht sie einen Rückzieher, kommt natürlich wieder auf die richtige Bahn und versucht es halt nochmal. Ist wie gesagt ein deutscher Film, etwas gewöhnungsbedürftig, aber das Schöne ist, es geht die ganze Zeit um Musik und um Schlagzeug. Mehr ist nicht, von 2008, guckt es euch an. Als nächstes kommt der Film The Rocker mit Rainn Wilson. Das ist ein ziemlich abgedrehtes Hollywood-Spektakel, auch mit Christina Applegate, die Tochter von Al Bundy. Und das ist halt richtig schräg, das Ding. Ne? Also das ist so ein ganz typischer Hollywood-Blockbuster-Universal-Musikerfilm. Und hier geht es um einen Typen, der mit seiner Glam-Metal-Glam-Rock-Band erfolgreich wird. Dann kommt die große Plattenfirma, die wollen die unter Vertrag nehmen, sagen aber, dass der Schlagzeuger ausgetauscht werden muss, weil er einfach zu abgedreht ist. Er ist halt sehr extrovertiert, schräg, freakig, wie auch immer. Und ja, fliegt dann halt raus, rührt 20 Jahre lang keine Drums an und nach 20 Jahren kommt er nochmal zurück zum Schlagzeug, wird dann sogar nochmal Vorband von seiner ehemaligen Band und zeigt ihnen, wo der Hammer hängt. Der Film ist auf jeden Fall relativ gewöhnungsbedürftig, aber was das Thema Schlagzeug betrifft und wenn man auf so ein bisschen freakiges Zeug steht, The Rocker mit Rainn Wilson. Als nächstes der Film Drumline. Kannte ich vorher auch noch nicht. Hier geht es jetzt nicht um Drumset oder um Rockmusik, hier geht es um Spielmannszüge.
Hier geht es um einen Teenager, der seinen Abschluss hinter sich gebracht hat und dann in Atlanta studieren möchte und dementsprechend dort aufgenommen wird. Aufgrund seines Talents, hinten raus kommt dann raus, dass er keine Noten lesen kann, dann wird es schwierig für ihn, dann kommen ein paar Konkurrenzkämpfe und so weiter. Ist eine ziemliche Klischeebombe, ist auch eine Love Story mit dabei, hat ein bisschen Popcorn-Charakter. Kann man sich trotzdem angucken, fetzt, vor allem die Performance. Ist immer sehr spektakulär, wenn die dort zwischen den Spielen vom Leder reisen und dort richtiges Brett machen. Dann spielen auch verschiedene Spielmannszüge dort gegeneinander. Ne, die ganzen Snare-Drummer, die ganzen Bass-Drum-Drummer und so weiter. Drumline von 2002, spaßiges Filmchen. Als letztes habe ich hier noch den Kinderfilm Hop. Ein Universal-Film, Mainstream, Blockbuster, Popcorn-Kino vom Feinsten. Ja, wer kennt es nicht, es ist Ostern und die ganzen 30 Sekunden laufen über die WhatsApp-Nachrichten. Ein kleiner Hase baut sein Schlagzeug auf, fängt an mit Trommeln. Ja, und das ist aus diesem Film hier. Und ich finde es schön, dass man die Schlagzeugerei und vor allem das Thema Musik auch mal in Kinderfilme integriert. Das ist ja gar nicht mehr so häufig der Fall. Und ja, hier geht es um einen kleinen Hasen, der von seinem Vater gezwungen wird, die Osterwerkstatt am Laufen zu halten. Er soll das dann erben sozusagen, um die ganze Welt mit Ostereier zu bestücken. Er will aber den ganzen Tag nur Schlagzeug spielen. Geile Story, fetzt, ist mal was anderes. Und ja, finde ich schön, dass man das auch mal in den Kinderfilm mit integriert, damit die Kids auch mal mit dem Thema Schlagzeug auch in so einer Form mal mit konfrontiert werden. Das waren meine 6 Favoriten in Sachen Schlagzeugerfilm. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr sie schon gesehen habt. Wenn ja, wie ihr sie fandet. Wenn es noch weitere gibt, schreibt mir das auch mal unten rein. Ich bin sehr interessiert. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Bye, bye.